Arbeiten beendet. In Bad Homburg ist die Sanierung des Bahnhofs jetzt abgeschlossen worden. Das hat heute Oberbürgermeister Michael Corvisi offiziell bekannt gegeben. Knapp 2 Jahre haben die Sanierungsarbeiten gedauert. Der neue sogenannte Kulturbahnhof bietet unter anderem Angebote an Gastronomie und Geschäften. Wir haben eine komplette Sanierung hier durchgeführt, haben die historischen Elemente hervorgehoben und wiederhergestellt. Wir haben moderne Anbauten, wie sie zu einem Bahnhof gehören, hier gebaut, eine Fahrradstation, die Gastronomie erweitert, Kulturspeicher gebaut, in dem sicherlich wunderschöne Konzerte stattfinden können in einem herrlichen Ambiente. Der Bahnhof an sich ist wieder ein würdiges Entree für eine bedeutende Kurstadt, nachdem wir ihn gekauft haben. Die Bahn hat ihn jahrzehntelang verkommen lassen. Die Stadt verfolgt noch weitere Ziele. Bis 2015 soll der Vorplatz des Bahnhofs neu hergestellt werden. Aber auch der Südausgang Richtung Klinikum und ein neuer Busbahnhof für 750 Halte soll entstehen.